Brandeinsatz für die Feuerwehr Weinheim am Montagabend um kurz nach 20 Uhr. Also um kurz nach 8 sind wir hier nach Oberflockenbach alarmiert worden in den Ortsteil Steinklingen zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand. Und als die ersten Kräfte hier eingetroffen sind, konnte sich das bestätigen. Und wie hinter mir im Vereinsheim kam es zu einem Brand im Dachstuhlbereich. Als die ersten Kräfte eingetroffen sind, haben sie davon berichtet, dass es oben im Giebelbereich und im Dachbereich Flammenbildung war, haben dann direkt die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet. Das Feuer ist auch relativ schnell von uns unter Kontrolle gebracht worden, sodass es sich jetzt nicht mehr weiter ausbreiten kann. Und jetzt geht es aber darum, die Ziegel entsprechend abzudecken, um alle Glutnester und Brandnester bekämpfen zu können, damit das Feuer dann aus ist. Ja, Dachstuhlbrände haben die Schwierigkeit, dass es oftmals so ist, dass es, wenn es nicht komplett in Vollbrand steht, eher so ein Glimmen und Glühen ist, insbesondere im Dämmmaterial, was unter den Ziegeln sitzt. Und Ziegel sind ja dafür da, das Wasser abzuhalten. Dementsprechend, wenn wir von draußen mit Wasser draufspritzen, bringt es wenig. Das heißt, in Kleinarbeit über die Drehleitern und tragbare Leitern müssen wir die Ziegel abdecken, damit wir dann eben großflächig an alle Glutnester und Brandherde kommen, um das ablöschen zu können. Also man spürt es ja, wir haben jetzt Minustemperaturen. Da muss man dann dementsprechend auch gucken, dass man die Kräfte immer mal wieder austauscht und aufwärmt und muss eben jetzt in Handarbeit die Ziegel abdecken. Haben hierzu jetzt noch eine zweite Drehleiter alarmiert, damit es einfach ein bisschen besser und schneller zur Hand geht. Und es wird uns noch ein paar Stunden heute beschäftigen. Nach jetzigem Stand und auch nach unseren Recherchen und Erkundungsmaßnahmen hat sich Gott sei Dank zum Brandausbruchzeitpunkt niemand akut im gefährdeten Bereich gefunden. Und dementsprechend gibt es hier nur ein paar Vereinsmitglieder, die natürlich unter Schock stehen. Das ist hier ein bekanntes Vereinsheim. Die haben wir jetzt auch soweit betreut und dann müssen wir gucken, dass das zu einem guten Ende kommt. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in einer Wohnung über der Vereinsgaststätte aus. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.000 Euro. Während der Löschmaßnahmen musste die Oberflockenbacher Straße voll gesperrt werden.